Jeder Tag ist ein Portaltag. Das bedeutet, jeder Tag ist dazu da, dass du dich daran erinnerst, wer du wirklich bist. Wer sind wir wirklich? Das ist immer hier wieder diese Frage. Wir sind ja auf die Welt gekommen und identifizieren uns mit unserem Körper und mit unserer Geschichte. Ganz große Themen sind Ahnenthemen, ganz große Themen sind, wo gehöre ich überhaupt hin? Vielfach geht es sogar in Nationalismus hin. Ich bin die und jene Nationalität. Ich bin sogar Patriot. All diese Dinge, die uns dazu verleiten, die uns mit unserem Körper, mit unserer Vergangenheit und mit unserer Geschichte zu identifizieren, sind dafür verantwortlich. Jetzt suche ich gerade noch meine Gruppe, sind dafür verantwortlich, dass wir in der Vergangenheit hängen bleiben, dass wir nicht weiterkommen, dass es scheinbar so ist, als hätten wir die ganze Zeit einen Anker, den wir mitziehen in die Zukunft. Das macht es wahnsinnig schwer, neue Wege zu gehen, uns eine neue Zukunft vorzustellen, uns überhaupt vorzustellen, was wir wirklich, wirklich wünschen. Weil wir denken in einer manifestierten Welt. Wir denken in dem, was wir gesehen haben. Wir denken in dem, was für uns möglich erscheint. Manchmal lassen wir uns davon inspirieren, was für andere möglich war. Und denken uns, ja, das könnte ja dann auch so für mich möglich sein. Und wenn ich dann genau drüber nachdenke und die Person genauer anschaue oder diese Inspiration genauer anschaue, dann stelle ich fest, na, so will ich eigentlich nicht leben, das will ich nicht haben, so würde es mir nicht gefallen. Diese Person hat vielleicht viel Geld oder diese Person hat es im Business geschafft, diese Person hat die und jene Beziehung, jene Familie. Und immer wieder stelle ich fest, eigentlich wäre das halt so doch nicht meins. Und dann wackele ich so durchs Leben und denke mir, was ist meins? Was ist meine Berufung? Was ist für mich gewollt? Und ich kriege keine Antwort. Es gibt 1000 Coaching-Programme, die sagen, finde deine Berufung. Finde deinen Seelenweg, all diese Dinge. Und dann machen wir diese Programme und gehen da durch und wir haben es immer noch nicht gefunden. Genauso wie finde deine Positionierung für dein Business, finde dein Branding. Und ja, wir machen all diese Sachen, die uns beigebracht werden, wie wir es tun sollen. Und dann gehen wir die Prozesse durch und es fühlt sich immer noch an, wie irgendwie aufgesetzt, wie irgendwie fake, wie irgendwie nicht meins. Und genau das ist diese Sache, wenn wir versuchen, mit unserer limitierten, auf Körper bezogenen Vorstellung uns eine Zukunft zu kreieren, wo wir dann immer nur Mangel sehen, was weiß ich, ich spreche die Sprache nicht, ich habe die Ausbildung nicht, vielfach, ich habe das Geld nicht. All diese Dinge, wir kriegen dann immer wieder Limitierungen. Wir versuchen uns eine Zukunft vorzustellen, wir versuchen uns ein Branding vorzustellen, wir versuchen uns eine Positionierung vorzustellen. Und ganz leise, still und heimlich ist in uns doch immer noch die Vorstellung, ja, aber ganz bin ich ja noch nicht da, ganz bin ich ja noch nicht dort und da muss ich ja dazu noch das und das lernen und das verbessern. Und irgendwie fühlt sich so an, als hätte ich falsche Kleider an, als hätte ich zu große Kleider an und fühle mich einfach nicht wohl. Und im Außen sehe ich diese Limitierungen immer wieder. Im Außen sehe ich immer wieder Leute, die es besser können. Sehe immer wieder Leute, die es geschafft haben, weil sie diese Limitierungen nicht haben, weil sie mehr Geld zur Verfügung haben, weil sie mehr Zeit zur Verfügung haben,
weil sie mehr Unterstützung zur Verfügung haben, weil sie einen Partner haben, der sie unterstützt, eine Familie haben. Und dann sehen wir wieder in die Vergangenheit und sehen, das habe ich alles nicht. Das habe ich alles nicht. Und ich mache mir eine Illusion von einer Zukunft, in der ich gar nicht reinpasse, in der mir Sachen fehlen. Und das ist dieses menschliche Denken. Ich nenne es auch gerne Human Design Denken oder ego-basiertes Denken, weil das Ego sagt mir ja immer wieder, ich bin die aus meiner Vergangenheit, ich bin die aus meiner Geschichte, ich bin die aus meinen Erfahrungen, ich bin irgendeine. Und diese limitierte Person versucht Grenzen zu sprengen, versucht aufzubrechen, versucht zu wachsen, versucht Persönlichkeitsentwicklung zu machen, versucht größer zu werden und schafft es Schritt für Schritt. Und so gehen die Jahre ins Land. So gehen die Jahre ins Land, so geht es vorbei, so leben wir weiterhin genau so in diesem beschränkten Human Design Mindset. Und wenn ich nicht begreifen kann, dass genau das die Ursache von dem Leid, von dem Mangel in welchen Bereichen auch immer, Mangel an Glücklichsein, Mangel an Freude, Mangel an Erfülltheit, Mangel an Geld, das ist genau die Ursache, dieses Human Design Denken. Und dann, es gibt so viele Möglichkeiten, wie ich dieses Human Design Denken auch noch so verankern kann. Eben mit dieser Lehre von Human Design, mit dieser Lehre, ja, auf Basis oder dieser Vorstellung, auf Basis von meiner Geburtszeit und von meinem Geburtsort kann ich sagen, wer ich bin. Wenn es doch in Realität, im energetischen Denken, im Quantenfelddenken gar keine Zeit und gar keinen Ort gibt. Überleg dir das doch mal. Es gibt nichts. Wir sind alles Energien. Wir sind Bewusstsein. Wir sind Consciousness. Wir sind alles nur anhand dessen, was wir über uns denken und aus dem heraus über die Welt und über alles, was da draußen in der Welt im Außen passiert, über alle Personen, über alle Situationen denken können. Das ist das, was wir wirklich sind. Reines, wahrhaftiges Bewusstsein. Bewusstsein ist ohne Zeit. Bewusstsein ist ohne Ort. Bewusstsein ist ohne Substanz. Es ist nur Energie. Es ist nur etwas, was nicht sichtbar ist. Es ist eine nicht physikalische Welt, aus der alles heraus entsteht. Und diese nicht physikalische Welt, die ist in jedem von uns verankert. Diese nicht physikalische Welt ist pure, reine Energie, pure, reine Vorstellungskraft. Neville Goddard sagt, your imagination ist der Schöpfer, ist Gott, ist die Quelle, ist die Ursache von allem, was da ist. Nicht physikalisch ist die Quelle, kein Objekt, kein Körper, nichts Physisches, keine Zeitlinie, nur das Jetzt. Eckhart Tolle sagt, the power of now. Es gibt keine Zeitlinie und es gibt keinen Ort. Wie kann dann Astrologie oder Human Design richtig sein? Wie kann es sein, dass du glaubst, dass du bestimmt bist, dass du beschrieben bist, dass du personifiziert bist anhand deines Geburtsortes und deiner Geburtszeit?
Überleg dir das mal, in was für eine Einschränkung du dich da hineingibst. In was für eine Lüge du dich festsetzt und beschränkst. Weil in Wahrheit bist du ein unbeschränktes Wesen. Du bist reine, pure Energie. Und alles, was sich in deinem Leben und in deiner Welt manifestiert, in deinem Körper, zum Beispiel an Krankheiten, entsteht aus der Energie heraus, die du glaubst zu sein. Und wenn du glaubst, eine Energie zu sein, wie zum Beispiel dein Astrologie-Chart oder dein Human Design-Chart, das anhand von Zeit und Ort beschrieben wird, der Geburt. Wie einschränkend ist diese Vorstellung und wie nicht wahr? Wie nicht wahr? Es ist absolut nicht wahrhaftig. Es kann nicht wahrhaftig sein, weil das Prinzip der Energie funktioniert nun mal so, dass du in dir durch deine Vorstellung, durch deine Gedanken, durch deine Ansichten, durch deine Rückschlüsse, durch deine Überzeugungen energetische Ausdrücke generierst, die sich im Außen manifestiert. Und das Außen ist nur eine Reflexion deiner inneren Vorstellungskraft, deiner inneren Welt. Und wenn du das verstehen kannst, wenn du das hundertprozentig annehmen kannst, wenn es dir sonnenklar ist, weil es in der Bibel steht, weil es im Kurs des Wunderns steht, weil Neville Goddard das aufgearbeitet hat, weil Dr. Joe Dispenza es erklärt, auf 100.000 Arten und Weisen, Gesetz der Anziehung, alle gehen auf die gleiche Basis zurück, bringen aber doch immer wieder eine gewisse Voraussetzung für dich mit. Eine Voraussetzung, die du erfüllen musst. Und jetzt musst du mir glauben, dass du keine einzige Voraussetzung erfüllen musst in dem, was jemals war, in dem, was jemals bist, außer zu wissen, zu glauben und davon überzeugt zu sein, dass du eben die reinste, purste, göttlichste Energie bist. Dass da nichts anderes, wenn du es nicht in deine Energie hineingibst, wirksam ist. Wie, stell dir vor, du bist ein Glas, reinstes Glas, klares Wasser. Ein reinste Glas, klare Energie. Wenn du in dieses glasklare, reine Wasser keine Verschmutzung hineingibst, dann ist dieses Wasser glasklar. Aber was wir gemacht haben als Menschen, was ich sage, das ist die Reise der Erkenntnis, die Divine Design Reise, ist, wir haben ganz früh unser Wasser verschmutzt bekommen, so dass wir geglaubt haben, wir sind schmutziges Wasser. Wir sind unrein. Und genau das ist der Punkt. Diese Unreinheiten, die gehören nicht zu uns, die gehören nicht in unsere Energie, die gehören nicht in unser glasklares Wasser. Wir sind nicht verunreinigt, wenn wir nicht annehmen, dass die Unreinheiten, die zur Verfügung stehen, tatsächlich in unsere Energie gehören und in unser glasklares Wasser. Aber dem ist nicht so. Warum sollte es so sein? Wenn mir jede Energie, jeder Seinszustand, jede Realität zur Verfügung steht, warum sollte ich dann eine limitierte, verunreinigte, negative Energie als die meine annehmen? Und wenn ich das verstanden habe, wenn du das verstanden hast, dann bist du so weit, dass du auch verstehen kannst, dass genau du dieses Portal bist, dass du genau diese Tür bist, dass du genau diese Tür bist, die alle möglichen energetischen Zustände
ergo alle möglichen Bewusstseinszustände wählen kann. Weil sie sind alle zur Verfügung. Und wir wählen immer wieder mit unserem Verstand Richtung bekannt, Richtung vergangen, Richtung Erfahrung, Richtung Logik, immer wieder Richtung Limitierung, Richtung Mensch. Der einzige Ausweg ist, dass du erkennst, das, was du glaubst, als Mensch zu sein, gewesen zu sein, deine menschliche Herkunft, dich darin verankert in einer rigiden, festen Welt, die nicht zu verändern ist oder nur leicht und in Schritten veränderbar ist. Die Wahrheit ist aber, unsere Welt ist ein Quantenfeld. Und dieses Quantenfeld ist meins, meins alleine. Mein Quantenfeld, meine Welt, mein Universum. Und im Außen, in der Realität, wird nur das geliefert, was in meinem Universum besteht, was wahrhaftig ist. Und in meine Gedanken kreieren mein Universum, meine Gedanken. Und ich muss meine Gedanken aus der Vergangenheit, aus der äußeren Realität komplett loslösen. Komplett. Und dieses komplett loslösen, das heißt in der Bibel neu geboren sein. Neu geboren in Christus. Und das bedeutet, deine Gedanken, die sich damit identifizieren, wer du bist als Mensch, in deiner Zeitlinie, in deinem Human Design, in deiner Verankerung an einen Zeit und einen Ort, diese Personifizierung musst du sterben lassen, um aufzusteigen in den Himmel, ins Quantenfeld, in die göttliche Energie, wo alles in höchster Liebe und Perfektion vorhanden ist. Aber dazu muss ich die Verbindung herstellen zu diesem Quantenfeld. Dazu muss ich wissen, wie das Quantenfeld, wie das göttliche Feld denkt. Das göttliche Feld denkt anders wie das menschliche Feld. Die göttliche Energie, der göttliche Mindset denkt anders wie der menschliche Mindset. Der menschliche Mindset denkt nun mal in Ort und in Zeit und in Form und in Substanz und in Vergangenheit und in Logik. Aber das Quantenfeld, das göttliche Feld, das denkt nicht beschränkt. Das denkt nicht limitiert. Es denkt nicht in einer Zeitachse. Es denkt nicht ortsgebunden, sondern es denkt in einer Energie, die jetzt da ist. Und diese Energien sind da. Alle Energien sind jetzt da. Und alle Energien kreieren alle Realitäten. Und deswegen sind alle Realitäten jetzt da. Aber ob diese Realitäten, in die du dich hineindenkst, mit denen du dich in deinen Gedanken und Vorstellungen verbindest, ob das die Realitäten sind, die du möchtest, oder ob du die Realitäten anpeilst, mit denen verbindest, mit deinen Gedanken so denkst, wie die Realität aus dem erfüllten Wunsch herauszudenken, wie Neville Goddard. Der erfüllte Wunsch ist da. Und du kannst dich damit verbinden, indem du erkennst, dass du das Tor bist, durch das deine Gedanken gelenkt werden, durch das dein Denken gelenkt wird, durch das deine Ansicht gelenkt wird. Aber dein Tor ist so weit offen Richtung Limit, Richtung Beschränkung, Richtung Leid, Richtung Vergangenheit, Richtung Verletzungen, Richtung Schmerz. Und dieses Tor
muss geschlossen werden, damit du das andere Tor öffnen kannst, das nichts mehr weiß von der Vergangenheit, das sich nicht mehr beeindrucken lässt von dem, was mal war, sprich von dem, was jetzt außen in der äußeren Realität sichtbar ist. Diese äußere Realität muss abgeschlossen sein. Das muss nicht mehr relevant sein. Es darf keine Relevanz mehr haben. Wenn es keine Relevanz mehr hat, dann hast du auch keine Ablehnung mehr dagegen. Dann hast du auch keinen Widerstand mehr dagegen. Sondern das Tor ist geschlossen. Und zwar für immer geschlossen und versiegelt. Du öffnest es nicht mehr. Und du lässt dich auch nicht dazu verleiten, durch im Außen Mangel, Leid, Schmerz oder im Körper dieses Tor zu einer Realität, zu einer Energie wieder zu öffnen, das dich genau dort hält, wo du nicht möchtest. Du musst durch ein neues Tor gehen, du musst ein neues Tor für dich öffnen und dazu musst du ein anderes komplett schließen. Und das ist diese große, große Herausforderung, dass ich alle Vergangenheit abschließen kann und dass ich nur noch das Tor, die neue Realität, die Quantenrealität, die unendlichen Möglichkeiten mit meinen Energien, sprich mit meinen Gedanken und Vorstellungen bediene. Und dazu muss ich nun mal erstmal wahrnehmen, was es heißt, das Portal zu sein, der Schöpfer zu sein, die Ursache für alles zu sein. Und wenn das tief in mir verankert ist, kann ich stur. Sturheit ist so eine Tugend. Sturheit ist Fokus, ungebrochener Fokus. Den ungebrochenen Fokus kann ich aber nur halten, diese Sturheit kann ich nur halten. Das ist okay, wenn ich weiß, es ist okay. Sie hat uns immer gesagt, es ist nicht okay, stur zu sein, aber es ist so wahnsinnig okay, stur zu sein. Wenn ich die Richtung richtig gewählt habe, wenn ich die Tür richtig geöffnet habe, wenn ich da hingehe mit all meinem Sein, mit meinen Gedanken, mit meinen Annahmen, mit meinen Vorstellungen, mit meinen Überzeugungen, dass das Wahre ist, was mir zusteht, dass absolute Fülle, absolute Liebe, absolute Erfülltheit, absolutes Anerkanntsein, absolutes Gewolltsein, absolutes Auserwähltsein, das sind alles so Sachen, die unseren menschlichen Verstand ausfreaken lassen. Schon alleine, ich bin 100% gewollt, alles und jeder will mich. Wenn du das nicht sagen kannst, ohne dass du ein Gefühl hast, du Scheiße, nee, alles und jeder kann mich ja nicht wollen. Natürlich kann dich alles und jeder wollen, wenn du das Portal zu diesem Absoluten bist, zu dieser absoluten Gewolltheit, zu dieser absoluten Unterstützung, zu dieser absoluten Liebe, dann ist es logisch, dass ein Gedanke wie alles und jeder will mich, ich bin jederzeit gewollt und erwünscht, ein absolut normaler Gedanke ist, den du fällen musst. Und das fällt uns so schwer, wenn wir das Portal zur anderen Tür noch offen haben und wenn wir in die andere limitierte menschliche Welt reingehen und sagen, ja, aber ich bin abgelehnt worden, meine Eltern, meine Vergangenheit und so weiter und so fort. Dann wird sich das wieder reflektieren. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal viele Videos, wo wir per se programmiert sind zur Reflexion dieses Human Designs. Aber es geht darum, dass wir verstehen, wie dieses Gesetz der Reflexion funktioniert, damit wir aufhören können, Unerwünschtes zu kreieren und manifestieren und zu reflektieren. Und das Gesetz ist nicht, es kann nicht gebrochen werden. Und entweder reflektiere und manifestiere ich immer wieder Vergangenes oder ich verstehe das, wie das Prinzip funktioniert und bin bereit, die Türen zu schließen, neu zu werden und nur noch meine Zukunft nach außen zu reflektieren
Und das mache ich, indem ich meine Gedanken, meine Vorstellungen, meine Überzeugungen, mein absolutes Wissen über mich als schöpferisches Portal 100% anerkenne. 100%. Und nicht mehr sage, ja, da draußen sind böse und da und die haben mich verletzt und hier, es war scheiße, sondern dass ich 100% anerkenne und sage, ja, das ist eine Manifestation aus meinem Human Design, aus meinem menschlichen Denken, aus meinem verletzten Denken, aus meinem schmerzlichen Denken, aus meinem beschränkten Denken, aus meinem zurückgewiesenen Denken. Aber wenn ich die Tür geschlossen habe und weiß, dass ich nur eins bin und zwar absolut gewollt und geliebt und unterstützt und dass die Energie nichts anderes wollen, als mich zu reflektieren in meiner absoluten Fülle, in meiner Schönheit, in meiner hundertprozentigen Perfektion, ohne dass ich denken muss, irgendetwas ist falsch an mir. Irgendeine Ausdrucksweise, irgendeine Erscheinung, irgendeine Art und Weise der Kommunikation, irgendeinen Persönlichkeitsaspekt, den ich noch verbessern muss mit Persönlichkeitsentwicklung. Oder irgendeine psychologische Einschränkung, Störung, ADHS, whatsoever es alles gibt. Leute, hört auf, die Scheiße, die Beschränkungen, die Limitierungen aus diesem Human Design Denken zu glauben. Es ist nicht realistisch, es ist nicht Realität. Das Einzige, was wirkt, ist Energie. Die Energie, die du bist durch deine Ansicht, durch dich hindurch, durch welches Portal du die Welt siehst, durch welche Ansichten du die Welt siehst. Und du kannst nicht mal entweder dieses Portal oder beide Portale öffnen, sondern du bist immer nur ein einziges Portal. Du bist ein einziger Mensch. Du bist eine Ansicht. Du bist eine Energie. Das bist du. Das bist du 100%. Und in der Bibel steht auch, es gibt im göttlichen Haus gibt es viele Zimmer. Aber du kannst nur durch eine Tür gehen. Nur eine Tür, viele, unendlich viele Zimmer, für endlich viele Portale stehen dir zur Verfügung. Aber geh durch das eine, das dich in deinem göttlichen Glanz erstrahlen lässt, in deiner göttlichen Wahrheit, in deiner göttlichen Wahrhaftigkeit. Und dazu ist es notwendig, dass du dein ganzes Denken revidierst, dass du erkennst, dass wenn du in Fülle, in Erfüllung, in Möglichkeiten, in Liebe, in all dem, was du dir wünschst, denkst, dass du nicht mehr die falsche Erinnerung aus den alten Zimmern, aus den alten Türen, aus den alten Realitäten, aus den alten Seinszuständen nicht mehr mittragen kannst. Es muss komplett geschlossen sein. Geschlossen zu, neu geboren. Und das ist, was du lernst, was du übst, wo du immer wieder erkennst, wie du abdriftest in eine Welt, in eine Realität, in Ansichten, in einen Mindset, in den du gar nicht sein möchtest und wie du das veränderst. Und das zu verändern, permanent diesen Bewusstseinsshift zu machen, dazu braucht es Wiederholung, Wiederholung. Krasse Wiederholung, verstehst du? Nie aufzuhörende Wiederholungen. Und die meisten Menschen hören wieder auf, sie betreten das göttliche Portal, das Quantenfeld, ihr Quantendasein, ihr energetisches Dasein, ihr göttliches Dasein. Und dann kickt wieder irgendwas im Außen rein und sie glauben, es klappt nicht, es funktioniert nicht. Aber nur weil sie nicht handeln können, weil sie nicht die im Außen reflektierte Vergangenheit noch so lesen,
dass sie sich immer wieder sagen, nein, ich bin nicht im göttlichen Feld, ich bin nicht im göttlichen Portal, ich bin nicht im Quantenfeld, ich bin hier in der Realität, ich bin in einer Zeitachse an einen Ort gebunden, ich bin manifest. Und das musst du durchbrechen. Du musst erkennen, dass es keine Zeitachse gibt, dass es eine Illusion ist, dass es keine örtliche Relevanz gibt, dass es keine körperliche Relevanz gibt, dass es keine Substanz gibt, die relevant ist. Aber nur, wenn du ausgestiegen bist, komplett omato. Und es ist so abgefahren für deinen menschlichen Verstand, weil du hast dein Leben lang gesucht nach Methoden, nach Access Consciousness, nach Yoga, nach Human Design, nach Astrologie, um dich zu verstehen als dieser Mensch. Und solange du dich als dieser Mensch verstehst, wirst du langsame, schrittweise, psychologische, ortsgebundene, zeitgebundene Veränderungen kreieren und manifestieren können. Aber wenn du wirklich schnell aus deinem Leid aussteigen willst, aus deinen Beschränkungen aussteigen willst, aus dem, was du nicht mehr haben willst, aussteigen willst, dann geht es nur durch diese krasse Entscheidung, dich als Portal anzuerkennen und durch dieses Portal durchzugehen und nicht mehr auszusteigen. Nicht mehr auszusteigen. Egal, was passiert. Und genau das, darin begleite ich dich 2 Monate ab dem 4. Juni in das Portal. 1.555 Euro oder Schweizer Franken, jetzt noch super, super intensiv. Der Preis geht nach oben für 2.222 Euro zum Schluss. Aber es ist immer noch ein Schnäppchen, weil ich will, dass jeder, der da ist, kurz davor zu sagen, ja, aber vielleicht doch noch menschliches Denken, ja, aber vielleicht doch noch Beschränkungen, ja, aber vielleicht doch noch keine Möglichkeiten oder Bedingungen. Aber wenn du kurz davor bist, diesen Shift zu machen, dein Portal in die Unendlichkeit der Möglichkeiten, der Freude, der Liebe zu betreten und ein für alle Mal auszusteigen aus dem menschlichen bedingten Denken in Zeit, Ort, Form, Raum, dann bist du da richtig. Es ist nicht für jedermann. Es ist nicht für jedermann. Deswegen ist es auch so lang, dieses Video, diese Erklärung, weil ich weiß, es ist nicht für jedermann. Aber ich weiß auch, es sind so viele schon bereit. Und immer wieder hin und her, Kuh, Schwanz und so weiter. Mal klappt es besser, mal klappt es schlechter, dann gibt es wieder die Faust in die Fresse, dann fange ich wieder an zu zweifeln. Und genau für diese Leute ist das Portal, weil es ist eine abgeschlossene Sache, es ist eine abgeschlossene Einstellung, eine abgeschlossene Entscheidung, weil wenn du da eintrittst, bist du drin. Da geht es nicht mehr raus. Du bist drin in der Unendlichkeit deiner Möglichkeiten, deiner Seinszustände, deiner Bedingungslosigkeit, deiner bedingungslosen Happiness, deines God-Self, das nur aus der Sichtweise und Denkweise einer göttlichen Mentalität, überleg das mal, eine göttliche Mentalität, hast du dir schon mal überlegt, wie eine göttliche Mentalität denkt? Das brauchst du. Die musst du sein. Aus dieser göttlichen Mentalität das Leben begeht. Das ist Sinn und Zweck von das Portal. Human Design, ade. Menschsein, ade. Beschränkt sein, ade. Schmerzen, auf Wiedersehen. Einflüsse der Vergangenheit, auf Nimmerwiedersehen. Brauche ich nicht, weil ich gehe in die Zukunft. Ich bin das Portal meiner Zukunft. Jeden verdammten Tag. Und genau auch das ist Teil des Programmes, dass du erkennst, du kannst nicht besuchen hier in der Welt der Energie
und eines fantastischen, limitlosen, wunderbaren Seins. Du musst da wohnen, du musst eintreten, du musst durch die Tür gehen. Und dann verabschiedest du dich auf Nimmerwiedersehen von Schmerz, Leid, Beschränkungen, Unterdrückung. Auf Wiedersehen, Nimmerwiedersehen. Es ist ein riesengroßer Abschied für diesen Neuanfang nötig. Eine riesengroße Entscheidung. Und der Preis ist genauso, dass du dich entscheiden musst. Im Moment 1555 Euro. Ich sagte nicht, an welchem Tag der Woche, diese Woche noch, wird der Preis steigen auf 2222 Euro. Immer noch absolut easy machbar für 2 Monate. Aber nur dann für dich machbar, wenn du sagst, ja, ich verstehe dich, Patricia. Ich weiß, was du meinst. Ich habe es noch nicht so richtig hingekriegt. Ich wechsle immer noch in verschiedene Räume, in verschiedene Abhängigkeiten. Ja, das ist ein Programm, macht dich nicht abhängig von mir oder von sonst irgendetwas. Das macht dich abhängig von dir ganz allein. Das macht dich nicht abhängig von Räumen, die ich eröffne. Das macht dich abhängig von deinem göttlichen Raum, den du bist, den du betreten hast und den du nicht mehr verlässt. Davon macht es dich abhängig. Es macht dich nicht abhängig von irgendwelchen Ritualen. Es macht dich nicht abhängig von irgendwelchen Voraussetzungen, von irgendetwas, was du noch durchleben musst, durchfühlen musst, durchgehen musst. Nein. Es macht dich abhängig von deiner Wahrhaftigkeit, von deiner eigenen, einzigartigen, nur deiner Wahrhaftigkeit. In Wahrheit hat es gar nichts mit mir zu tun. Nur ich kenne dein menschliches Denken. Ich weiß, was dich abhält. Ich weiß, was dich immer wieder zurück in deine alte Welt treibt. Ich kann es dir zeigen, sodass du es sehen kannst und nicht mehr drauf reinfällst, nicht mehr auf die beschränkte Welt reinfällst. Das ist meine Leistung in diesem Programm. Das ist meine Unterstützung in diesem Programm. Aber du selber gehst durch die Tür. Und du selber entscheidest, wo du lebst, als wer du lebst. Das ist deins, das ist deine Welt, das ist ganz du. Wir brauchen da nicht zusammen reingehen, weil das ist nicht möglich. Weil meine Welt ist meine Welt. Du kreierst deine eigene göttliche Welt. Du bist diese göttliche Welt, du bist diese Göttlichkeit. Aber nur, wenn du die Menschlichkeit verlässt. Nur wenn du erkennst, dass du jetzt lebst, dass du vertikal lebst, dass du in einem energetischen Raum lebst, jeden Moment, den du generierst, das bist du alleine. Und du musst nirgendwo dazugehören, du musst dich nirgendwo verbinden, du musst dich nirgendwo anschließen. Du brauchst keine Sisterhood, sondern du brauchst erstmal dich. Und dann siehst du im Außen deine Sisters, deine Soul Sisters, deine Soulmates, deine Reflexionen. Und zwar überall. Überall. Ja, wenn du das verstanden hast oder ein Teil von dem Video jetzt hier am Ende noch dabei bist, dann heißt es, du hast es verstanden, du hast es genossen, du hast das Prinzip unserer Schöpfung, unseres Lebens, unseres Daseins verstanden. Und jetzt geht es darum, es anzuwenden, umzusetzen. Ich empfehle dir, geh nochmal zum Anfang des Videos zurück. Und wenn es auf dich wirkt, zögere nicht mehr und mache die Entscheidung heute fest. Weil wenn du sie nicht festmachst, nicht den Eintritt unterschreibst, dann wirst du immer wieder austreten. Und ich weiß es, wie es ist. In diesem Sinne, happy day und bis bald im göttlichen Portal. Ciao.